Städte und Gemeinden haben schon erkannt, dass etwas gegen das sogenannte Insektensterben getan werden muss und die Natur auch im Siedlungsbereich Platz finden soll. Das Projekt Naturnah dran unterstützt Kommunen mit Rat und Tat, ihre Grünflächen naturnah umzuwandeln. Zum Beispiel in Wildstaudenflächen oder Wildblumenwiesen. Für den Umstieg ist einiges an Wissen und Können nötig. Eine Schulung für kommunale Bedienstete ist deshalb das erste Modul der Naturnah-Dran-Förderung. Dabei geht es auch um Erfahrungen, die Verantwortliche aus anderen Städten bereits mit dem bunten Grün gesammelt haben. Zum Beispiel aus Bad Saulgau. Am Anfang war es natürlich ein bisschen zäh, aber wir haben dann begonnen, eine Fläche nach der anderen umzuwandeln in artenreiches Grün. Wir haben versucht, von Beginn an die Gremien zu überzeugen und auch die Bevölkerung mit ins Boot zu nehmen bei verschiedenen Aktionen. Über die Jahre hat die Bevölkerung auch gesehen, dass viele Insekten angezogen werden, dass Schmetterlinge angezogen werden, dass eine naturnahe Pflanzung auch schön aussehen kann. Und so ist es mittlerweile zum Selbstläufer geworden. Die ökologische Vielfalt ist unbeschreiblich groß geworden. Es ist eine Dynamik in diesen angelegten Anlagen drin. Es ist eine ökonomische Ersparnis. Der Arbeitsaufwand ist zum Teil erheblich reduziert. Und es macht einfach mehr Spaß für mich, damit zu arbeiten. Doch bevor es soweit ist, geht es an die Planung. Jeder Standort ist anders. Deshalb berät eine erfahrene Fachkraft die Grünflächenteams vor Ort. Zur Vorbereitung wird der alte Bewuchs zum Teil oder ganz entfernt. Der Boden in manchen Fällen sogar ausgetauscht. Denn viele Wildblumen mögen es sehr mager. Für die Umwandlung ist nicht nur Fachwissen, sondern auch ein wenig Mut nötig. Deshalb tut politische Unterstützung gut. Ich freue mich natürlich riesig über die Umgestaltung der Fläche. Wir verfolgen damit natürlich das ganz große Ziel, die Biodiversität in die Städte wieder zurückzuholen. Wir wollen schauen, dass wir auch den kleineren Lebewesen wieder einen Lebensraum bieten. Und nebenbei tun wir natürlich auch was für die Menschen, die sich auch immer daran erfreuen, wenn ein bisschen Farbe einzieht in die Stadt. Praktische Tipps zum Pflanzen und Säen von Wildblumen und Stauden gibt es bei Workshops. Es ist einfach immer ein wertvoller Input, mal was Neues auszuprobieren. Und dadurch, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch bei den Schulungen dabei waren, glaube ich, war es für die auch ganz interessant, so eine neue Methode vielleicht einfach mal durchzuspielen und mitzumachen und dann natürlich auch wieder Kompetenzen zu erlangen, das auf anderen Flächen auch so zu machen. Es ist sehr schön zu sehen, dass auch heute Bürger sich hier eingeklinkt haben und heute schon mithelfen. Wir haben schon noch Flächen in den Köpfen, die wir so anlegen können. Und ich glaube, das war jetzt heute so ja nochmal eine Initialzündung, dieses Engagement auch weiter zu transportieren in weitere Projekte. Was es dann noch braucht, ist vor allem Geduld. Geduld und Pflege. Gerade zu Beginn benötigen die naturnahen Flächen etwas Aufmerksamkeit. In weiteren Workshops lernen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, Problempflanzen früh zu erkennen. Diese neigen sonst dazu, die Flächen zu überwuchern. Ja, wir sind ganz froh, dass es eigentlich jetzt so aussieht, wie es aussieht. Wir hatten ja schon noch einen Spätfrost dieses Jahr im April und hatten schon Sorge, ob das irgendwie so gut wird. Aber man sieht jetzt, dass, und die Bienen sind unsere Zeugen, dass es doch sehr schön geworden ist und auch sehr gut blüht. Und wir haben auch immer wieder Feste und da muss das Beet natürlich auch einiges aushalten. Insofern freuen wir uns, dass jetzt das so schön dasteht. Naturnahe Flächen. Ihre Schönheit ist manchmal noch etwas ungewohnt, gerade im Herbst. Doch sie sind lebendig. Für die Artenvielfalt, für die Natur und für uns Menschen.